Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir möchten dich heute ermutigen, auf Jesus zu schauen und nicht auf deine Probleme. Im Moment sind wir in Israel und erleben dort, was Jesus zu tun vermag. Und er ist auch heute noch derselbe und er ist auch hier bei dir. Ja, Hoffnung um 12. Wir wollten nicht die Sendung ausfallen lassen, sondern haben die vorweg aufgenommen. Und es dreht sich heute, nichts kann Gottes Wort stoppen. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Nichts kann Gottes Wort stoppen. Wir haben so viele Versuchungen in der letzten Zeit. Denken wir an die Pandemie, denken wir an den Krieg und dir fällt bestimmt noch so vieles ein. Aber Gottes Wort erfüllt sich trotzdem. Wir sind ja gerade in Israel und an der Stelle in Fashra, das ist am Toten Meer. Und da verwirklicht sich von Jahr zu Jahr mehr Hesekiel 47, wo heißt, dass von der Tempelschwelle Wasser ins Tote Meer kommt und Süßwasserteiche entstehen und das Salzwasser verschwindet. Und das können wir mit unseren eigenen Augen in Israel sehen. Und da ist egal, ob irgendwo eine Pandemie ist, ist egal, ob irgendwo Krieg ist, Gottes Wort erfüllt sich. Und er sagt nicht, stopp, jetzt müssen wir erstmal wieder schauen, dass wir die Welt in Ordnung kriegen und dann machen wir weiter. Nein, Gottes Wort erfüllt sich, egal was passiert. Und das ist auch was für dich. Dir nützt jetzt nichts, wenn im Toten Meer, am Toten Meer Süßwasser ist und da Fische sind. Das ist phänomenal. Aber dich interessiert, dass es für dein Leben wirklich Gültigkeit hat, dass das Wort sich erfüllt und alle Verheißungen sind für dich im Wort Gottes. Der Plan Gottes für dein Leben erfüllt sich trotzdem in dieser Gegenwart und es ist nicht irgendwo, ich kann jetzt nicht mehr, alles wird teurer. Der Plan Gottes erfüllt sich. Stell dich drauf, erlebe es. Danke, Herr, dass jeder das Recht hat zu glauben, Herr, dass dein Plan sich für sein Leben erfüllt, wenn es auch oftmals ganz anders aussieht. Wenn so das Salzwasser so die Übermacht hat und das kann doch nicht sein. Du hast Mittel und Wege, Dinge in Bewegung zu setzen, wo wir keine Logik dazu haben. Danke, Herr. Amen. Amen. Und Gott ist nicht nur in Israel, sondern er ist jetzt gerade hier bei dir. Und deshalb möchten wir beten, auch für dein Anliegen und auch für alle anderen Anliegen, die wir nicht vorlesen können. Und eine Frau schreibt uns folgendes Gebetsanliegen für sich und ihren Sohn. Liebe Peter, bitte bete, dass Jesus mich heilt, habe Bandscheibenvorfall und ich brauche auch eine Arbeit. Mein Sohn braucht eine Ausbildung und wir brauchen auch eine Wohnung für einen Neuanfang. Danke, Jesus. Danke euch allen und Gottes Segen. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Mutter und Sohn kennst. Und ich danke dir, dass du auch um den Bandscheibenvorfall weißt und was sie da so plagt. Und ich danke dir, dass diese Knochen wieder in deine göttliche Schöpfungsordnung zurückgehen. Und ich danke dir, dass dieser Rücken wieder in Ordnung ist, dass dein Heilungsstrom diesen Rücken wieder zurechtrückt und wiederherstellt. Wir danken dir dafür. Und ich danke dir auch für eine Wohnung, die sie brauchen. Danke, dass du der Versorger bist, dass du eine Wohnung hast und auch eine Arbeitsstelle. Danke, Jesus, du lässt uns nicht im Stich und auch gerade die beiden nicht, die Wohnung und Arbeit und Ausbildungsplatz brauchen. Danke, Jesus, auch für den Sohn, dass er die passende Ausbildungsstelle bekommt. Danke, Jesus. Wir legen es in deine Hände und wir wissen, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Danke, Jesus. Amen. Amen. Eine Frau bittet um Gebet für folgende Beschwerden. Ich habe eine Autoimmunerkrankung und leide unter Morbus Crohn und starker Migräne. Auch meine Knochen werden durch Entzündungen angegriffen. Ich bin schon öfters am Darm operiert und die letzte große Operation ist nun 3 Jahre her. Und heute hatte ich zum ersten Mal wieder Blut im Stuhl. Betet für mich, dass sich mein Darm wieder völlig regeneriert, dass meine Migräne verschwindet und dass meine Knochen entzündungsfrei sind.
Und Jesus, du siehst diesen Wunsch und diese Frau und ich danke dir, dass du eingreifst, dass du ein Gott bist, der heilt. Und wir danken dir, dass du ihr jetzt ganz nahe bist, dass diese Knochenentzündungen weggehen, dass sie entmachtet sind, dass auch Morbus Crohn und alle Darmgeschichten und Migräne kein Anrecht mehr haben. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der eingreift, der uns nicht im Stich lässt, sondern dass du wirklich Wunderbares tust, auch an dieser Frau. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Eine Frau bittet für ihren Bruder um Gebetshilfe. Mein Bruder hat Lungenkrebs im Endstadium, schreibt sie, liegt auf Palliativ. Ich bin total verzweifelt. Die Nachricht bekam mein Bruder erst vor ein paar Tagen. Ich würde mir so sehr wünschen, dass er noch einige Zeit unter uns weilen darf. Er ist erst 67 Jahre alt und hat sehr spät mit 62 Jahren geheiratet. Bitte beten Sie für uns. Ja, wenn keine Möglichkeit mehr da ist. Gott hat Möglichkeiten und wir glauben daran. Danke, Herr. Herr, du siehst diese Situation, Herr, die menschlich unmöglich ist, das unmöglich ist, Herr, eine Hilfe. Und ich danke dir dafür, Herr. Danke, dass wir bis zur letzten Sekunde glauben dürfen, dass du Gebet hörst, erhörst und dass du die Kraft hast, zu heilen. Und Herr, wir bitten dich auch, Herr, für diese Person deine ganze Heilungskraft. Oh Herr, wir wünschen es diesem Menschen von Herzen und danke, Herr. Herr, begegne du diesem Menschen, Herr, mit deiner Kraft, mit deiner Liebe und mit deiner Heilung. Danke, Herr. Amen. Amen. Eine verzweifelte Frau schreibt uns Folgendes und bittet um Gebet. Vor 8 Wochen gebar ich mein erstes Kind und eigentlich sollte ich voll Glück und Freude sein. Doch vor 4 Wochen musste ich erfahren, dass mein Mann eine Affäre hat. Ich bin zutiefst verletzt und daher möchte ich um Gebet bitten, dass Gott mir die Kraft gibt, meinen Alltag zu meistern, dass er mich von der Last und dem Schmerz befreit und dass ich eines Tages meinem Mann vergeben kann und wieder die Freude und das Glück am Leben finde. Ich danke vielmals. Herr, du siehst diesen Schmerz bei dieser Frau, bei all dem Glück von dem Kind, aber Herr, ich danke dir dafür. Herr, begegne diesem Mann, Herr, dass er wirklich sieht, dass das nicht okay ist, was er tut. Und danke, Herr. Herr, wir bitten für Heilung in diese Ehe hinein, in diese Familie hinein, dass das eine glückliche Familie wird und dass sie auch wirklich, wie sie hier bittet, dass wir beten sollen, dass sie vergeben kann. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, für komplette Heilung dieser Familie. Amen. Amen. Und vielfältige Gebetserhörungen haben wir wieder erhalten. Gott tut Wunder, auch bei Gerichtsverhandlungen, wie diese Frau berichtet. Am vergangenen Sonntag hat Pastor Thomas mit uns für einen positiven Ausgang einer Gerichtsverhandlung gebetet. Ehre sei dem Herrn, Gott hat in dieser Gerichtsverhandlung ein paar Wunder vollbracht. Danke für eure Gebetsunterstützung. Also nicht ein Wunder, sondern ein paar Wunder sogar. Das ist doch großartig. Schmerzen verschwunden und vollkommen wiederhergestellt, schreibt dieser junge Mann. Zu den Heilungstagen habe ich euch ein Gebetsanliegen geschickt. Ich hatte einen Fahrradunfall, bei dem ich mit mir den Hals-Nackenbereich gestaucht und mein Hinterteil geprellt habe. Nur unter starken Schmerzen konnte ich mich bewegen. Mit Freude kann ich jetzt berichten, dass alle Schmerzen komplett verschwunden sind und ich sogar jetzt wieder einen Marathon über 42 Kilometer ohne Probleme laufen konnte. Vielen Dank für eure Gebete. Gott ist unser Versorger. Das hat auch diese Frau erlebt. Ich bedanke mich für die Gebete um eine neue Arbeitsstelle. Seit dem 1. April habe ich eine neue Arbeitsstelle in einer Praxis als Podologin. Danke, danke, danke. Und ein Teilnehmer unseres Eheseminars berichtet: Letzten Herbst ließ ich beten für unsere Ehe.
Im Januar waren wir bei euch beim Online-Eheseminar dabei, das sehr kompakt und gut war. Mein Mann schrieb auch gleich im Chat, wie gut. Am nächsten Morgen kam der Angriff und alles wurde kurze Zeit schlimm. Zur Ermutigung für andere Ehepaare, einfach durchhalten. Jetzt, heute, Ende April im gleichen Jahr, feiern wir freudig 45 Jahre Ehe. Es wird jeden Tag besser. Ja, und manchmal ist es so, der Feind will das verhindern und will uns angreifen. Aber wie diese Frau auch sagt, durchhalten. Ja, es heißt auch in der Bibel, widersteht dem Feind, so flieht er. Also manchmal müssen wir wirklich auch Widerstand leisten und sagen, ich glaube jetzt, dass es geschehen ist, die Heilung oder das Wunder geschehen ist. Und das ist manchmal auch der Schlüssel zum Erfolg. Hast auch du irgendwas erlebt, was Wunderbares, eine Gebetserhörung? Lass es uns wissen. Wir würden es gerne hier vorlesen. Ja, wir hatten es von Gottes Plan erfüllt sich doch, egal was in dieser Welt passiert, und Gottes Plan erfüllt sich auch in deinem Leben. Ich sage dir, entscheide dich dazu, Gottes Plan anzunehmen und umzusetzen. Nicht einfach nur warten, was so passiert, sondern wirklich, wirklich lebe in Gottes Plan, finde ihn heraus durch Gebet, durch Lesen in der Bibel und nimm ihn an und lebe darin. Und gerne darfst du uns dein Gebetsanliegen schicken. Wir beten für dich und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, und wenn du nach Israel mal reinschnuppern möchtest, geh auf unsere Webseite, auf das Tagebuch, Reisetagebuch. Dort findest du Informationen, wie wir in Israel gerade unterwegs sind. Und wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.